Servus auf der Caravan Live. Der erste Tag klingt aus und heute bei meinem ersten Wunschkonzert Rundlauf in der Halle 4, ist da gleich dahinter, habe ich dieses Fahrzeug schon kurz angeteasert und den will ich auf jeden Fall nachreichen. Nachreichen nicht deswegen, dass ich ihn hier verpennt hätte, sondern schon in Düsseldorf hat mich der interessiert und ich habe es aber nicht mehr geschafft, ihn zu filmen. Und Gott sei Dank steht er jetzt hier in Freiburg. Es sind viele Modelle aus Düsseldorf nach Freiburg gefahren worden. Natürlich ist die Messe jetzt nicht Düsseldorf, aber ordentlich, was man hier aufgefahren hat. Echt wunderbar. Ihr seht auch hier die Bauform. Das ist der 519 CDI Mercedes-Benz Sprinter hinten mit der Zwillingsachse. Da geht natürlich auch nichts mit 3,5 Tonnen. Aber diese Firma ist außerordentlich flexibel. Ich habe gerade hier mit einem Vertriebsmitarbeiter gesprochen. Der macht natürlich schon was her, der Four Seasons Van. Also es gibt ja hier 4 Jahreszeiten Pizza und jetzt auch hier, steht ihm auch gut, das Logo ist schön gemacht und wird gebaut von Klassati. Klassati, habe ich mir sagen lassen, kommt aus dem Busbau, Touristikbusse, kann man schon mal sagen. Also die haben Ahnung und das seit Jahrzehnten und das sieht man auch, wenn man das Fahrzeug anschaut, das ist schon echt ordentlich verarbeitet. Das erste, was mich mal beeindruckt hat, ist die Tür. Erstens, ihr wisst mittlerweile, ich liebe diese großen Türen, wo du einfach einsteigen kannst, ohne quer reinzugehen. Du kannst meine Kiste reintragen und die ist echt mega. Richtige, feste, solide Beschläge. Sieht ein bisschen aus wie eine Flugzeugtür teilweise, durch die Wölbung, ja, aber es macht sich gut, finde ich. Und schaut euch mal das an, wie das alles einrastet. Das ist halt satt. Ja. Treppe ist unten gleich weggefluppt, so wie das sein soll. Hier sieht man auch, wo die Stromgeschichte hingeht. Das ist die Zukunft, die ihr hier verbaut. Richtig schön gemacht. Auch coole Beleuchtung. Was ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, war der Preis vom Fahrzeug. Wo liegen wir ungefähr bei der Ausstattungslinie? Das ausgestattete Fahrzeug liegt bei 130.000 €. So wie er da steht, da kriegst du eine Menge. Eine Menge Auto. Krass. Guckt mal rein, liebe Leute. Ich zeige euch das. Ihr könnt natürlich auch Fenster haben. Man ist super individuell aufgestellt. Und kann jetzt sowohl hier eine Heck- oder U-Sitzgruppe betreiben, kaufen, machen, ermöglichen, wie auch immer ihr das nennt. Und das Bett wird einfach mittig zusammengezogen. Oder man hängt natürlich, die Schiene ist auch abnehmbar, oben nochmal ein Bett dazu. Dann habe ich auch Platz, da kriege ich auch die 2 Meter hin. Kein Problem. Je nachdem, wie ihr euch das auch besprecht und einteilt. Und heute gehe ich mal von hinten voll durch. Ist bei dem Preis das da oben mit LED und allem schickimicki. Krass. Auch vom Leder her, ihr könnt euch da austoben. Ja, wenn ihr da grün wollt, rot wollt, das besprecht ihr dann einfach. Die Adressen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann wendet euch mal an die Spezialisten. Hier hinten. Noch mal als Einwurf. Ja. Über große Menschen können wir das Auto auf 8 Räder verlängern. Ja. Also ein Bett 250 wäre auch kein Problem. Krass. Oder noch eine größere Sitzgruppe. Aha, ihr hört mal den Einwurf. Das ist ein super Tipp, dass man wirklich hier eben auch individuell auf die Größen und die Breiten und Stärken reagieren kann. Breiten weniger, aber die Länge. Ja, sowas wie mich halt, so lange. Ja, genau. Langes und Elend, sagen die Leute. Wir können manchmal auch einen Mannschaftstransport daraus machen und hier noch Sitze einbringen im Mittelgang. Ja, ja. Aber ich finde das auch sehr harmonisch gemacht, auch mit dem Holz. Ihr wisst zwar, ich bin Schaufenster, bei mir ist alles schön, aber der macht mich schon an. Also das ist schön gemacht. Das ist auch noch hier der Feinschliff. Ja? Der kam jetzt direkt aus dem Werk hier noch auf die Messe bzw. nach Düsseldorf. Da sind noch Kleinigkeiten, aber das kann man jedem verzeihen, dass das noch gefinisht wird, wie man so schön sagt. Alles easy. Ansonsten, wenn man in die Details geht vom Möbelbau, ist das echt toll gemacht. Hier hat man nochmal ein Element drin, dass man nicht so wegrutscht. Was ist denn das hier von Dometic? Ich frag mal blöd, ich weiß es nämlich. So voll will ich jetzt. Eben. Da piept's. Da war einer. Wenn man eben hier und so weiter. Also. Betreiben mit einer Truma Luftheizung oder einer Eberspecher oder was? Wahlweise. Kommt da rein? Wahlweise. Ja, das ist schön, wenn was Truma, so flexibel ist. Ist das alles echt Leder? Ja, oder ist ein Textilleder? Stoff sein können, Kunstleder sein, kann Leder sein. Auch komplett, was der Kunde will. Flexibel. Auch mit dem Holz, Leute. Ihr könnt das hier euch aussuchen. Aber ich finde die Kombi echt cool. Auch als HPL machbar. Ja. Man hat sich auch Gedanken gemacht, hast du mir vorhin erzählt, eben mit Zuluft und Abluft. Ja, dass man wirklich ein ausgewogenes Raumklima kriegt. Ist die Klima in dem Fall vorne
Du kannst das auch rotieren lassen. Ja, die erkältet man sich. Über dem Bett hat die nichts zu suchen. Ja, wenn dann nur in der Mitte maximal, ja, aber vorne und dann einen richtigen Austausch herstellen, eine Zirkulation herstellen. Also über dem Bett ist Erkältung vorprogrammiert. Ja. Macht ihr nur Sprinter oder macht ihr auch Iveco oder auf Wunsch? Iveco oder MAN, TGE oder VW Crafter. Ja. Also mit euch kann man sich richtig an den Tisch setzen und sein Fahrzeug planen. Manufaktur sagt man ja immer. Ja, es hat natürlich Grenzen, bestimmte Sachen müssen fix sein, da kann ich nichts machen, weil das ganze Konzept sonst verloren geht. Vollkommen klar. Aber also ich sage den Zuschauern auch immer wieder, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man kann hier keinen Düsenantrieb montieren, noch fliegen Reisemobile nicht. Ich weiß, was kommt. Aber seht euch mal den großen Weg an hier durch, da ist Platz. Wow, wie weit ist denn der Sprinter bauartbedingt? Ich habe das Maß jetzt gerade noch mal im Kopf. 2,5 ist er angegeben. Genau, immer 2,5, aber innen durch die kleine Wölbung, die er hat, wie wir sie gesehen haben, verjüngt es sich leicht. Drum natürlich Längsbetten von der aber Sitzgruppe. Wir haben in dem Auto wirklich, es fällt nicht auf, er hat das Raumgefühl wie ein Ducato auch. Ja, 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 absolut. Ja. Und du hast auch hinten nochmal eine mega Sitzgruppe, eine Lounge und vorne, jetzt geht's nämlich los, ich fange jetzt von vorne an. Guck mal, hier habt ihr richtige Sitze. Da kann ich auch mal eine richtig schöne große Reise machen. Und ich mache mal ein bisschen auf, weil die Dämmung ist mir auch gut, wie gerade gehört, wie die vordere Tür zu war. Das ist ergonomisch. Habe ich aber nichts kaputt gemacht, oder? Nee, super, alles gut. Also da kann ich mir das einstellen. Das sind Bussitze. Ich habe es mir gedacht, das hat sich gut angehört. Das sind echte Bussitze, sieht man eben. Und dann habe ich hier Platz. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die sogar ein Stück auseinanderziehen. Fernseher drüber, den kann man ja auch hinten montieren, wie man das immer haben will. Vorne seht ihr den bewährten Sprinter, da tut sich nichts. Aber hier auch mit dem Leder wieder, beziehungsweise auch längere Beinauflagen für längere Reisen. Ihr kennt es, wenn ihr Ducato-Fahrer seid und lange Beine habt. Reisebus sitzt. Habe ich gerade ausführlich beschrieben. Hier kannst du dich schon reinlümmeln. Also ich gehe auch nochmal über den Prospekt, nur dass ihr mal seht, das Fahrzeug kann ich jetzt nur in einem Smart Preview, in einer kurzen Vorschau filmen. Da müsste man schon mal eine Stunde lang Roomtour machen, aber macht mich schon an. Den wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Staukasten hier oben. Ich bin gleich durch, gell? Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich bin gleich durch, liebe Zuschauer. Unbedingt oder nachher Video. Also hier Dachstauraum, sehr solide die Oberflächen. Spaltmaße sind gut. Das passt alles zusammen. Da ist jetzt die angesprochene Dometic Klimaanlage über die Fernsteuerung bedienbar. Und da habe ich halt Holz. Ja, das ist wirklich die Holzanmutung. Schöne Küche, schöner Kühlschrank. Aber ihr könnt natürlich auch wieder flexibel bestücken, entweder Kompressor oder Absorber. Da kann man machen, was der Kunde dann will. Je nach Platz halt immer. Ja, wichtig ist, dass der Kühlschrank unten ist. Viele lieben ja diesen bequemen Kühlschrank, wo man so ohne sich zu bücken öffnen kann. Aber der Kühlschrank gehört unten hin. Wenn der alte oben ist, frisst er so viel Energie, weil er in immer wärmere Bereiche wandert. Da hast du und du kennst dich richtig aus. Wir hatten ja schon mal Kontakt auch in Berlin auf der Messe, mit Sicherheit recht. Aber die Bequemlichkeit ist halt wirklich so, wie du sagst, dass man immer oben den Zugriff haben will. Ja, wir haben wirklich Probleme. Der Dometic-Kühlschrank oder der andere, wenn der oben sitzt, der saugt hier die Luft an zum Kühlen im wärmsten Bereich. Hier noch mal Kälte. Und dann bringt er natürlich die Leistung immer. Der frisst den Strom auf. Ja. Four Seasons heißt übrigens, das war meine erste Frage an den lieben Kollegen, da sage ich, ist er winterfest? Er sagte, ja, soweit man einen Kastenwagen auch winterfest machen kann. Und da hat er recht, wir unterscheiden hier immer langläufig als wintertauglich, winterfest. Aber du kannst halt mit Blech und Einbau nicht immer in alle Ecken reingehen. Hier ist Amaflex dahinter, dicke, das glaube ich, Four Seasons, dass der fit ist für alle Jahreszeiten. Aber ansonsten muss man sich klar sein, dass nicht alles immer. Das sind Kompromisse. Es ist Kompromisse, es ist so. Für einen ist bei 5 Grad minus Winter, bei anderen ist bei 30 und das ist dann halt schwierig. Ich hoffe, man hört dich so ein bisschen über das eine Mikro, aber ich denke, ich übersetze es einfach. Jetzt guck mal noch ins Bad. Da ist jetzt gerade noch die Version mit dem Duschvorhang drin. Die wird aber demnächst ersetzt. Auch durch eine Plexiglas-Falltür, die dann hier runterläuft, sodass ihr komplett die Duschtasse für euch habt und das Waschbecken darf eh nass werden. Das ist halt eine richtige Nasszelle auch, gell? Genau. Auch ich mit meinen 2 Meter, ich meine, ich bin für alles zu groß, ich weiß, aber ich kann hier noch gut stehen. Ich schätze mal, was hast du denn, 1,96 Stehhöhe, gell? Ja, 1,92 ist der Sprinter bei normalem Bodenaufbau.
Bei normalem stimmt, genau, normaler Bodenaufbau. Da siehst du mal, wie gebückt ich schon immer rumlaufe. Aber das ist schick, wirklich schick. Und auch nochmal ein Dachlüfter oben drin, wegen Feuchtigkeit und immer schön lüften, Leute. Und dieses Badkonzept, was ja ein bisschen in die Länge sich zieht, ermöglicht natürlich eine breite Küche. In vielen Fahrzeugen kann man nur kaum einen Teller abwaschen, hier wirklich ein großes Abwaschbecken. Ja, ja, ist richtig. Ein schöner Überblick jetzt. Wir haben auch hier ganz normale Armaturen, also hat nichts mit Camping zu tun. Nicht diese Leichtbau-Camping-Dinger, wenn man einmal der Pfanne dagegen kommt, ja, ist oft vorbei. Ja, viel Erfolg. Das, glaube ich, wird was. Ihr habt gut Frequenz am Stand gehabt. Ich habe öfter versucht, bei euch zu filmen. Habe es dann nicht mehr geschafft, aber man war auch schon was los, gell? Ja. In Düsseldorf. Wir sind zufrieden, weil viele fanden es immer anders. Ja. Ja. Das sehen wir uns in Berlin auch, oder? In Berlin nicht. Ich denke mal, dass der Weg von Berlin nach Leipzig nicht so groß ist. Ja, eben, da kommen wir mal bei euch direkt vorbei. Man muss ja zwischendrin auch noch was arbeiten und nicht nur auf der Messe sein. Das stimmt. Man muss ja die Anfragen und die Autos nur bauen, gell? Anfangen, wegbringen und Autos bauen. Die Werkstatt ruft auch ständig. Alles hat sich jetzt echt angeboten. Wir haben ja so eine schöne Jahreszeit draußen mit der Sonne jetzt nach abends, dass man dieses tolle Fahrzeug wirklich nochmal den Leuten näher bringt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch unten unter den in der Videobeschreibung eingefügten Internetadressen. Ich danke recht herzlich, dass ich das Auto für euch ein bisschen filmen durfte. Wir danken auch. Und Klassati merken. Ich glaube, der wird noch auf sich aufmerksam machen. Mehr als jetzt schon. Viel Erfolg, schöne Grüße aus Freiburg. Wir machen uns an den ersten Abend gemütlich bei Grillen vorm Van, so wie es gehört. Besucht uns, bis Sonntag sind wir da auf der Messe. Ciao, ciao.